Der 29. Tag und wieder mal heiße ich euch willkommen bei This War of Mine. Ja, wir waren in der letzten Nacht nochmal bei der Baustelle und wir wurden in dieser ausgeplündert. Ich hoffe, wir haben es überstanden gut. Anfange sich ein wenig unwohl zu fühlen. Okay, jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. 5 Schuss haben sie verbraucht. Wow. Katja hat wenigstens... Ja, nur unwohl fühlen. Okay. Leicht krank. Ah, jetzt, wo wir die ganzen Medikamente weggegeben haben, ne? Ganz tolle Geschichte. Zufrieden, müde, mein Gott, der hat aber, die hat aber eine Liste jetzt da. Gut, Bruno, koch uns mal was Schönes, damit wir uns ein bisschen an schöne Zeiten erinnern können. Du machst mal wieder die Öfen an hier. Machen wir den unteren Ofen an. Bruno steht da nicht so rum, koch für uns. Und du, junge Frau, ja, du kannst gleich essen und dich dann hinhauen. Erstmal machen wir es hier schön kuschelig. Du kannst vielleicht einmal die Kräuterpillen nehmen hier. So, dann darfst du auch hoch. So, Katja, dann geh erstmal was essen. Und dann haust du dich hin. Auf dass du schnell wieder gesund wirst. Bruno, essen. Oh, guck mal, lecker. Das machen wir gleich mit Bruno. Dahin, Bruno. Und dann darfst du was essen. Da holen wir uns gleich mal die leckeren Nahrung raus. Bam, fällt auf die Knie. Also Wasser haben wir inzwischen wohl mehr als genug. Wir können auch noch ein bisschen was schmelzen. So, die haben wir uns geholt. Dann machen wir wieder... Also die hätte ich bald erstmal behalten. Wir haben ja unten jetzt unser Kräutergarten. Deswegen nehmen wir erst noch eine Konserve da rein. Hast du gegessen? Ja, dann hau dich mal hin. Nein, du wirst nicht rauchen, Bruno. Verdammter Suchtbolzen. Ja, dann haben wir eigentlich alles Nötige schon geschafft. Also wir haben immer noch keine Teile, leider. Da fehlt uns ein Teil, haben wir ja gesehen, ne? Hm, verdammte Hacke. Also ich möchte bald direkt nochmal in die gleiche Location wie beim letzten Mal starten. Ich denke, wir werden auch direkt los. Ja, wir gehen direkt mal in die Nacht. So, und dann werden wir nochmal zur Baustelle. Wir gehen, ja, Bruno hält diesmal Wache. Du wirst schlafen. Nee, Quatsch, Katja wird schlafen. Ich gehe nochmal mit Arika losplündern. Damit sie sich ausruhen kann. Und sie ist halt gut im Schleichen. Für den Fall, dass da noch Leute lauern in der Baustelle. Und Bruno steht Wache. Gut. Und diesmal wissen wir, nehmen wir die Sägeblatt mit. Wir nehmen die Axt mit und auch das Brecheisen, also für den Schrank oben, den wir da gesehen haben. Und ich denke, das war's, oder? Ja. Ja. Ja, los. Ab in die Baustelle. Zum dritten Mal inzwischen sogar schon. So, wir starten direkt durch, um uns ein bisschen Zeit zu sparen. Wir gehen erstmal nach unten direkt. Nach hier hinten, da ist nämlich, nee, da. Das Ding einmal aufsägen hier. Gucken, was dahinter ist. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, hier liegt irgendwas Tolles. Teile brauchen wir. Teile, Teile, Teile. Ja gut, die nehme ich auch. Und die brauchen wir auch. Das nehme ich mit. Das Buch nehme ich erstmal nur zum Lückenfüllen mit. Wird dann da gelassen, falls was Besseres davor kommt. So, was haben wir hier? Der Verwesungsgestank ist unerträglich. Diese Leichen müssen Monate alt sein. Sie zerfallen bereits. Einige haben Einschusslöcher in ihren Köpfen. Sonst gibt es keine offensichtlichen Spuren von Gewalt. Waren das Rebellen, die von der Armee getötet wurden? Gefangene, die von den Rebellen erschossen wurden? Wer auch immer das getan hat, versuchte das Verbrechen zu vertuschen. Der Keller wurde geflutet, möglicherweise mit der Absicht, dass das Gebäude einstürzt und Beweise im Schutt begraben werden. Okay, waren das wahrscheinlich die, die wir da letztes Mal, vorletztes Mal erwischt haben oder gesehen haben. Ganz genau der gleiche Loot-Teil, wie wir eben hatten. Aber bis jetzt nichts Atemberaubendes hier. Teile, ja, okay. Und, ja, das oder das.
Ich lasse, glaube ich, beides erstmal liegen. Ich möchte mir den Platz noch überlassen. Für den Spind, den wir da gefunden haben. Ja. Und da wir dann letzten Mal, in der letzten Episode diesen bescheuerten Tür nicht aufbekommen haben, weil die junge Dame ja meinte, sie müsste erstmal wieder runterspringen irgendwo, müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal rennen. Das heißt, bis hier hinten her. Und wehe, hier sind jetzt irgendwo Leute doch wieder eingezogen. Denn ich spurte diesmal durch. Letztes Mal war das ziemlich knapp mit der Nacht. Sobald ich hier irgendwo Bewegung sehe, werde ich natürlich abbremsen und Rückzug antreten. Aber erstmal werden wir so weit wie möglich durch. Das heißt, hier hoch, darüber, bis nach da oben. Ich sehe aber auch nichts und ich höre nichts von irgendwelchen Leuten hier. Ich hoffe, es bleibt so. So, dann geht's hier rüber. Jetzt schleiche ich erstmal wieder. Ab hier bin ich mir nämlich nicht sicher. Wir waren nur hier. Wir wissen nicht, ob hier oben irgendwo noch jemand ist. Wir schmulen hier erst nochmal durch. Da war der Spind. Und den möchte ich jetzt auch aufbrechen. Warte, wir gucken jetzt mal hier kurz hier durch. Ne? Alles klar. Machen wir auf das Ding. Nee, da ist nicht kein. Kein Superloot drin. Oh, guckt mal. Ui, ja, die nehmen wir beide mit. Dann lassen wir dieses Ding da liegen. Das und die 7 Schuss hätte ich auch gern mitgenommen. Dafür lassen wir die Bücher hier. Wo sind sie denn da? Ja, auf jeden Fall nehmen wir die mit. Die können wir uns dann irgendwann noch richtig schön reparieren und dann mal ein bisschen Enrage machen. Achso, das eine Fleischpeil links da. Ja, nee, wir lassen es erstmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte gern eigentlich nochmal nach oben gehen. Die müssten doch, wenn hier welche waren, auch irgendwo ihre Nahrung verpackt haben, hingepackt haben. Aber es scheint echt so aus, dass das hier verlassen ist inzwischen. Hier ist keine Sau mehr. Ein Glück. Aber hier ist, glaube ich, auch kein Kram mehr zum Loot. Oh, da oben kommen wir noch rein. Nö. Hier ist echt keiner mehr. Aber hier möchte ich noch her. Mein Gott, das ist aber ganz schön weit oben, oder? Dass die Scheiße nicht zusammenstürzt. Hauptsache, hier ist keiner hintergleich, der uns überrascht. Achso, hätte ich schon gesehen wahrscheinlich. Na, mal gucken, was haben wir denn hier noch Interessantes? Nahrung. Oh, da haben sie also ihre Nahrung versteckt. Das hätte ich bald gerne mit drin. Dann lasse ich das hier. Die möchte ich mitnehmen. Dann müssen wir unten gleich nochmal einen Halt machen und den letzten, den vierten, noch mitnehmen. Ja, das lasse ich erstmal da. Die Kräutermedizin nehme ich auch nur mit, weil die letzte Mal die Herrschaften Nachbarn da quasi unsere beiden anderen Pillenboxen bekommen haben. Diese hier. Das ist jetzt ein blöder Tausch. Ich hätte bald gesagt, wir lassen unsere Axt hier. Die ist eh im Arsch. Komm. Die sind mehr wert, die Dinger. Die kann man echt auch zur Not noch mithandeln. Gut, dann haben wir, denke ich, das meiste hier rausgelootet. Wir können also ein bisschen spurten. Na, du musst hier lang. Und ich möchte diesmal wenigstens noch diese bescheuerte Tür aufbrechen. Für den Rest, den wir hier noch rausholen. So, jetzt werden wir nochmal nach unten. Hier haben wir nämlich noch eine Nahrung, die wir noch mitnehmen können. Und dann haben wir den Slot auch voll. Zack. Und dann haben wir es voll, ja. So, jetzt muss ich gucken, wo die Tür war, die verbarrikadiert war. Ich glaube, hier war sie. Also geh diesmal vernünftig mal hier runter. Dann mach die Tür mal auf hier. Dann haben wir den ganzen Weg nämlich verkürzt. Dann müssen wir nämlich nicht immer bis nach hier oben hoch. Dann können wir das nächste Mal einfach hier die Leiter holen, hier nach oben. So, alles klar. Na dann, tschau, schönen Tag noch. Bis morgen, haut rein.